Hallo zusammen, mein Name ist Robert Trujanovic, ich bin Anästhesie-Resident auf der VetMed-Uni Wien und ich werde Ihnen heute eine Sciaticus- und Saphenus-Nerv-Blockade beim Hund demonstrieren. Diese Blockade ist indiziert bei operativen Eingriffen am Knie und distal vom Knie, um eine perioperative Analgesie zu erreichen. Eigentlich macht es keinen Unterschied, aber normalerweise macht man zuerst die Nervus sciaticus Blockade und danach die Nervus saphenus Blockade. Für beide Blockaden soll der Patient in allgemeiner Anästhesie oder tief sediert sein. Für die sciaticus Blockade soll der Patient auf die Seite liegen, mit dem Bein, das operiert werden soll, nach oben. Nach der septischen Vorbereitung kann man mit der Blockade starten. Es gibt mehrere anatomische Landmarks, die uns helfen können, den Schallkopf korrekt zu positionieren. Hier nur ein paar und in meinen Augen die wichtigsten. Also um den Nervus sciaticus zu finden, platziert man den Schallkopf distal vom Trochanter major und tuberi sciaticum und caudal vom Femur. Am besten im proximalen Drittel der Längsachse des Femurs. Die Nadel bei dieser Blockade wird von caudal nach cranial eingeführt. Hier zu besserer Darstellung, wie es ungefähr ausschaut. Sehr wichtig, besonders bei Anfängern, sollte die Nervus sciaticus Blockade immer Ultraschall und Nervenstimulation gestützt geblockt werden. So, hier kommen wir zur Zonenanatomie. Wir sehen hier den Biceps femoris Muskel, der sich lateral vom Nervus sciaticus befindet. Der Nervus sciaticus gleich unter dem Biceps femoris Muskel, caudal vom sciaticus, der semimembranosus und medial vom sciaticus die Adduktoren. Der Nervus sciaticus ist immer als eine binokulare Struktur zu sehen, weil er aus einem tibialen und einem peronealen Anteil gebaut ist. Falls er nicht als solcher zu sehen ist, ist es nicht der sciaticus, also muss man weitersuchen. Also erstens den Ischias ultrasonografisch visualisieren, dann die Nadel von caudal in eine kraniale Richtung einführen, in der Richtung des Nervus sciaticus. Wenn die Spitze der Nadel in der Nähe des Nerven ist, schaltet man den Nervenstimulator ein, um die Position der Nadel mittels Nervenstimulation zu verifizieren. Die spezifische Antwort auf die Stimulation des Nervus sciaticus ist entweder eine Flexion oder eine Extension des Tarsalgelenks. Es kommt darauf an, ob der tibiale oder der peroneale Anteil erwischt wurde. Und hier sehen wir diese spezifische Antwort, also entweder eine Flexion oder eine Extension des Tarsalgelenks. Also falls die korrekte Position der Nadel mittels Ultraschall und Nervenstimulation verifiziert wurde, kann man an dieser Stelle das lokale Anästhetikum initiieren. Vor jeder Injektion muss ein Aspirationstest durchgeführt werden, um eine intravaskuläre Injektion zu verhindern. Bei der Injektion darf kein erhöhter Widerstand vorhanden sein, weil das ein Zeichen einer Intraneuralinjektion sein kann. Und hier kann man schön sehen, wie der Ischias mit dem lokalen Ästhetikum umgeben ist, so dass er praktisch im lokalen Ästhetikum schwimmt. Um eine perioperative Analgesie am und distal vom Knie zu erreichen, reicht eine alleinige Nervus sciaticus Blockade leider nicht. Die Nervus sciaticus Blockade soll mit einer Nervus femoralis oder in unserem Fall eine Nervus saphenus Blockade kombiniert werden. Die Nervus saphenus Blockade wird nur ultraschallgestützt gemacht, weil der Nervus saphenus beim Fleischfresser ein rein sensorischer Nerv ist, ein sensorischer Ast des Nervus femoralis, so dass keine muskuläre Antwort zu erwarten ist, wenn man ihn stimulieren würde. Ein Riesenvorteil dieser Blockade ist, dass die Patienten in der frühen postoperativen Phase keine transiente Quadrizepslähmung haben, die zu erwarten ist bei einer Nervus femoralis Blockade. Für die Nervus saphenus Blockade soll der Patient in Semiseitenlage liegen, also seitlich mit der Extremität, die geblockt werden soll, nach lateral ausrosiert. Für die Nervus saphenus Blockade positioniert man den Schallkopf
in der Mitte an der medialen Seite des Oberschenkels. Man sollte vermeiden, weiter distal zu gehen, weil man den artikulären Ast des Nervus Aphenus dann nicht bei der Blockade mitblockt, was zu einer inkompletten Blockade in der Knieregion führen würde. Die Anatomie in dieser Region ist ziemlich konstant. Die Arterie femoralis ist ein guter anatomischer Orientierungspunkt für die Platzierung des Ultraschallkopfs. Der Nervus Aphenus verläuft kranial in der unmittelbaren Nähe der Arterie femoralis. Caudal von der Arterie femoralis befindet sich die Vene femoralis. Alle drei Strukturen, also Nervus Aphenus, Arterie femoralis und Vene femoralis, befinden sich gleich kranial vom Pectineusmuskel, so dass man den Pectineusmuskel auch als einen guten Orientierungspunkt verwenden kann. Hier zur Zonenanatomie. Also wie wir sehen können, sind die Strukturen relativ oberflächlich. Der ganze Bildschirm hat nur 2 cm. Wir sehen hier die Arterie femoralis, die normalerweise extrem leicht zu visualisieren ist, da sie pulsiert. Caudal von der Arterie femoralis, die Vene femoralis, die hier ein bisschen kollabiert wegen dem Druck vom Schallkopf. Und wir sehen gleich kranial von der Arterie femoralis den Nervus Aphenus, der hier als ein kleiner Nerv zu sehen ist. Den Nervus Aphenus muss man nicht immer ultrasonografisch sehen, weil wir wissen, dass er sich gleich kranial von der Arterie femoralis befindet. Und zwar immer. Und wir wissen auch, dass der Nervus Aphenus und die Arterie femoralis sich denselben interfaszialen Raum teilen, der vor der Fascia femoris medialis gebildet ist. Die Fascia femoris medialis ist hier grün markiert. Und das macht diese Blockade so einfach, weil wie gesagt, man muss nicht den Nervus Aphenus sehen. Man muss einfach durch diese Faszie durch und kranial vor der Arterie femoralis das Lokalanästhetikum initiieren. Andererseits, auch wenn wir ein paar Millimeter vom Nerv sind, aber nicht durch die Faszie, wird das Lokalanästhetikum nicht zum Nerv kommen, was zu einer Versagung der Blockade führen kann. Hier kommen wir zum Video. Der Orientierungsmarker zeigt immer, wo kranial ist bei dieser Blockade. Ich komme mit der Nadel von kranial in eine caudale Richtung. Es ist sehr wichtig, diese Faszie, die zu sehen ist, zu durchstechen. Es ist nicht leicht. Man braucht auch, wie man es hier sieht, ein bisschen Geduld. Man hat manchmal den Eindruck, dass man in die Arterie femoralis landet. Aber keine Angst, das passiert nicht so leicht mit den speziellen Nadeln, die wir für die Blockade verwenden. Sobald man das gemacht hat und gleich vor der Arterie femoralis mit der Nadel ist, darf man hier das Lokalanästhetikum initiieren. Hier gilt, wie bei jeder Blockade, erst aspirieren, um eine intravaskuläre Injektion zu verhindern, und nur initiieren, wenn kein erhöhter Widerstand vorhanden ist. Lokalanästhetika, die wir für die Nervus ischiadicus und Nervus Aphenus Blockade verwenden, sind Ropivacaine und Bupivacaine. Für die Nervus ischiadicus Blockade verwenden wir 0,1 ml pro Kilogramm und für die Nervus Aphenus Blockade 0,05 bis 0,1 ml pro Kilogramm. Potenzielle Komplikationen sind Nervenschaden, Intoxikation durch Lokalanästhetika, intravaskuläre Injektion und eine inkomplette Blockade. Für die Intoxikation durch Lokalanästhetika nicht die maximale Dosis überschreiten, Nervenschaden in der Humanmedizin doch beschrieben, in der Veterinärmedizin kaum, intravaskuläre Injektion, wir haben gesagt, vor jeder Blockade einen Aspirationstest machen und erst, wenn kein Blut kommt, das Lokalanästhetikum initiieren, auch wenn die Arterie femoralis zum Beispiel bei der Nervus Aphenus Blockade erwischt wird, kein Problem, keine Sorge, einfach die Nadel rausnehmen und von außen für ein paar Minuten komprimieren. Und die inkomplette Blockade ist eine Komplikation, die passiert, weil entweder die Technik nicht gepasst hat oder wir das falsche Lokalanästhetikum mit einem falschen Volumen und oder einer falschen Konzentration genommen haben.